Hallo und herzlich willkommen zu Pettersens und Findus Welt auf CD-ROM. Wir haben ja letztens schon mal den ersten Teil gespielt von Pettersen und Findus. Ich glaube, 1997 ist diese besagte CD-ROM mit dem alten Mann und seinem Kater herausgekommen. Und das haben wir natürlich gespielt, jetzt hier letztens. Dankeschön, Klesk. Und danach habe ich gesehen, offenbar war das nicht das einzige Pettersen und Findus Spiel, das einzige, was ich gespielt habe auf jeden Fall, aber es gibt noch sehr viel mehr davon. Und in den Kommentaren stand auch irgendwie, ja, jetzt warst du ja gar nicht im Garten. Und ich dachte so, hä, aber im ersten Teil kann man doch gar nicht in den Garten. So, was habe ich nun gesehen? Es gibt Neues von Pettersen und Findus, also nochmal ein Spiel, was ein Jahr später rauskam, 1998. Und das werden wir ja natürlich jetzt sofort mal starten. Warte amol. Habe ich da gesagt. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Ich drücke auf Start 32. Und ich habe natürlich jetzt unangenehmerweise mein Bildschirm so eingestellt, dass er mehr als 256 Farben zeigt. Dankeschön, Jules. Sag mal, wie es von der Lautstärke her ist. Also das Spiel kenne ich noch nicht jetzt. Ich bin auch vollkommen neugierig dabei. Es hat auch immer eine gute Musik. Das Fraser, danke dir. Laut. Ja, laut. So, mal ein bisschen leiser gemacht hier. Such dir ein Tier aus, das deine Gewinne aufbewahren soll. Ein Tier, das meine Gewinne aufbewahren soll. Okay. Im Schmetterling. Wir haben einen Elefanten mit einem lächerlich langen Rüssel. Wir haben so eine Art kleinen Hirschmuggler, einen Hasen und mich spricht natürlich sofort dieses orangene Tier an. Oder? Was ist das überhaupt? Das ist wahrscheinlich wieder eine Muggler. Kann man Patterson auswählen? Ich klicke mal. Nee. Passiert nichts. Ich nehme mal diese Orangen hier. Ich speichere. Auf Pettersons Hof gibt es massenhaft Sachen, mit denen man spielen kann. Du darfst bestimmen, wohin wir gehen. Ich speichere. Danach ertränke ich mich. Uiuiui. Ja, keinerlei Lebenswille, wirklich. So. Klick mal Oh Pettersen an. je, oh je, oh je, heute wollte ich Unkraut jäten, aber ich habe überhaupt keine Lust. Kannst du nicht nach dem Gärtner suchen? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Nee, weißt du was? Den Gärtner gibt's ja gar nicht. Das hast du selbst gesagt. Ja klar, aber Findus, könntest du dich heute nicht um die Gartenbeete kümmern? Das ist ja lustig. Aber wie macht man es? Im Schuppen ist ein Gartenbuch. Guck darin nach. Dankeschön, Worst Bird. Guck darin nach. Hier hinten können wir lang in das Haus. Oder auch nicht? Doch. Das sieht aus wie das Schuppen. Geh ich doch mal rein. Nee, doch nicht. Nee, macht da nichts. Hui, ist das hakelig. Okay, ich gehe mal die Seite lang. Hallo Pettersson. Was ist das denn für ein Ding? Die kleinen Mucklers brauchen Hilfe, damit sie nach Hause finden. Wenn du genau zuhörst und auf die Himmelsrichtungen achtest, klappt es bestimmt. Viel Glück. Das ist ja tita total knifflig. Warum gibt es denn hier keine Musik, frage ich mich. Hier hätte ich jetzt gern noch nur so schöne Musik drunter. Okay, was? Ich wohne in einem Haus mit einem runden Fenster. Okay, also es kann jetzt entweder das hier unten sein oder dieser komische Karton. Was hat der Kollege zu sagen? Ich wohne in einem Haus mit Fahnenmast. Fahnenmast haben eigentlich alle. Ich wohne in einem Haus mit Fahnenmast. Ich wohne in einem Haus mit Fahnenmast. Okay, na toll. Wo soll ich hin? Okay.
kann ich noch klicken? Ah, die kann ich ziehen. Okay, aber... Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Schornstein. Okay, ach so, ich muss mehrfach anklicken. Alles klar, alles klar. Wieso den Blues? Ja. Okay, wir machen jetzt erstmal diesen Vogel hier. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Schornstein. Wie kann man die Spiele auf Windows 10 noch spielen? Ich habe auf Windows 11 kann ich das einfach so starten. Wirklich. Also das war hier kein Problem diesmal. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Eine Figur mit etwas auf dem Kopf? What? Die sehe ich ja überhaupt nicht. Wo soll das denn sein? Ich wohne in einem Haus mit einem runden Fenster. Ach so, oder meint er hier die anderen Mucklers? Also. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Schornstein. In der Nähe von einem Haus mit Schornstein und ein rundes Fenster. Ich würde den erstmal hier unten hin tun. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Ja, was ist das jetzt hier? Kann man es so schwieriger machen? Oh, wir machen erstmal einfach. Ach shit, okay. Ich wohne in einem Haus mit einer geraden Tür. Eine gerade Tür, dann schaltet das hier unten schon mal aus. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einem runden Fenster. Nördlich von einem Haus mit einem runden Fenster. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit großen Zähnen. Ich wohne in einem Haus mit einer geraden Tür. Ich stecke ihn erstmal hier hin. Ich wohne in einem Haus mit Schornstein. Okay. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Sind doch auch. Ach nee, mit Fahnenmast ist wirklich dieses Kleine nur genannt. Gemeint. In der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Oder sind damit auch ganz normale Fahnen gemeint? Oder nur das, was so vor der Tür steht? Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ich wohne in einem Haus mit Schornstein. Schornstein? Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Kann theoretisch... Herzlich willkommen, Jollip! Theoretisch kann es alles sein. Ich wohne in einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Oh, warte mal. Ich wohne nördlich von einem das kann Haus ja eigentlich mit nur, einem runden Fenster. Das kann nur das hier oben sein, ne? Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer braunen Tür. Was? Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit großen Zähnen. Aber das hat doch keine... Ach du Schande, das ist schon wieder schwieriger, als ich das zugeben will. Ich wohne in einem Haus mit einer braunen Tür. Ich wohne in einem Haus mit einer geraden Tür. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ja, das stimmt, wenn das jetzt unten links wäre. Ich wohne in einem Haus mit Schornstein. Ja, ich mach's einfach mal. Nee, wir haben nicht alle nach Hause gefunden. Gut, aber was hat es hier mit Westen und Norden und sowas? Was hat es denn mit den Himmelsrichtungen auf sich? Blau und Grün tauschen? Nee, wir haben nicht alle nach Hause gefunden. So, Leute. Oh nein, ey, das ist doch die einfachste Einstellung. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ja, das stimmt ja schon mal nicht. Ich mach nochmal alle hier weg. Ja, das Exit-Game war einfach für mich, aber Patterson und Findus, das bricht mich. Ich wohne in einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Das kann wirklich ja nur, weil das hier das im Osten hat ja oben nochmal so ein dreieckiges Fenster. Das hier hat ein rundes, das hat ein rundes. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer braunen Tür. Aber das hier hat keine braune Tür, oder? Sehe ich das falsch? Ist doch grau. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen.
Also, aus meiner Sicht kann der Kollege nur hier oben sein. Dunkelbraun ist die, ja. Okay, und dann muss jetzt darunter jemand wohnen mit zwei Beinen. Also kann es nur hier Mr. Giraffen sein oder der Vogel. Und das Viech muss auf jeden Fall hier unten sein. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ja, dann muss, wenn er selber keinen hat, dann muss er hier hin. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ja. Ich wohne südlich von einem Haus mit Schornstein. Passt auch ich noch? Ich wohne in einem Haus mit einer braunen Tür. Okay, dann muss er da hin, der hier unten, dann haben wir es doch. Mindestens einer von uns hat sich verlaufen. Versuch's nochmal. Was? In der Nähe ist vermutlich direkt daneben. Was ist denn das Problem hier? Nee, wir haben nicht alle nach Hause gefunden. Können die auf der Bank leben? Nee. Was? Ja, ich glaube, das hier wäre was für den Fasan gewesen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Der kann doch nur da oben sein. Da wisst ihr nämlich auch nichts. Ihr dachtet nämlich auch, dass es richtig wäre. Sehe ich doch. Ich wohne in einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Grün links unten. Biber Mitte. Was ist denn? Aber warum? Warum? Warum ist der in der Mitte? Wo hat das denn hier viereckige Fenster? Oder sieht es einfach nur so aus, als wäre das viereckig? Als wäre das dreieckig und man sieht es nicht so durch diesen Giebel? Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer braunen Tür. Dann ist es nämlich doch nicht braun. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ich wohne in einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Ich tue jetzt mal so, als wären das hier drei viereckige Fenster. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer braunen Tür. So, tue ich jetzt mal so, weil das ist für mich das Einzige mit brauner Tür und das hier ist für mich grau. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ich wohne südlich von einem Haus mit Schornstein. Das passt auf beide hier unten. Ich wohne in einem Haus mit einer braunen Tür. So, der muss da unten einfach hin. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit zwei Beinen. Ja. Ich wohne in einem Haus mit Schornstein. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. So, wisst ihr was? Nee, wir haben das doch nicht gefunden. Ist doch nicht zu glauben. So, jetzt mal ganz... Das ist die einfachste Stufe. Hier war's nie. Was sagt denn der Grüne? Ich wohne nördlich von einem Haus mit einem runden Fenster. Ach so. Okay, die runden Fenster sind hier unten. Also der Grüne kann nur hier wohnen, in der Mitte oder ganz im Norden. So, aus meiner Sicht... Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit großen Zähnen. So, die zwei sind hier auf jeden Fall. Ich wohne in einem Haus mit einer geraden Tür. So mache ich es jetzt. So, jetzt passt auf. Hier wohnen wir. Bravo, das kommt in den Gartenschuppen. Ich hab gewonnen, ja. Ich hab gewonnen, hurra. So, wisst ihr was? Jetzt mache ich mal hier auf ganz schwierig. So, jetzt geht's mal richtig ab. Jetzt bin ich hier eingespielt. Was ist das denn hier? Warum sieht der Kompass jetzt so weird aus? So, Achtung. Ich wohne nordwestlich von einer Figur mit Ohren. Ach, meine Güte, was hat denn hier überhaupt ein Ohr? Okay, hier Mr. Grüngiraffe hat Ohren
und hier unten das Schottenschwein. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einem runden Fenster. Rundes Fenster, okay. Also die unteren scheiden aus. Das hier hat rund, das hier hat runden hier oben. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit einer grauen Tür. So, jetzt geht's ab. Graue Tür hat nur hier unten. Nordwestlich. Ich glaube, wenn Sie das, den Eimer meinen würden, dann wäre es direkt nördlich. Also kommen für mich die zwei hier in Frage. Ich wohne nordwestlich von einer Figur mit Ohren. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einem runden Fenster. So, okay, dann muss es wahrscheinlich das sein. Jetzt kommt hier Mr. Vogel. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Na gut, das sind einige. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Nördlich? Okay, nördlich, dann scheiden hier unten schon mal die zwei aus. Ich wohne neben einem Haus mit Schornstein. Neben, dann scheidet das hier auch aus. Neben einem Haus mit Schornstein. Es könnte jetzt... Ja, es könnte schon beides sein hier. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Die Dampfbaracke, danke dir. Die Dampfbaracke geht richtig auch ab in diesem Spiel hier, glaube ich. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Dann muss es der Eimer sein. So, weiter geht's. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. So, so, so. Okay, graue Tür haben wir hier unten. Ist das hier auch grau? Nee. Ich wohne neben. Ich wohne sei still. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Südöstlich. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. Ja, das ist hier unten das. Das ist das mit der roten Tür, sage ich. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit einem Schnabel. Aha, so. Ach nee, wir haben noch einen Vogel. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Nordwestlich. Das kann schon hier oben der Pappkarton ich sein. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit einem Schnabel. Ich tue ihn mal hier oben hin. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Ja, das passt schon auf den Hut. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Südwestlich. Das passt jetzt nicht so gut. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Shit. Pierito, danke dir. Oh, shit. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einem runden Fenster. So, gucken wir mal, ob der Typ hier da oben rechts wohnt, in dem klassischen Schwedenhaus. Ich wohne östlich von einem Haus mit Schornstein. Ja, passt. Ich wohne nordöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Kommt der Schnabel mal hier unten hin? Ich wohne nördlich von einem Haus mit einem runden Fenster. Ja, den packen wir jetzt hier oben hin. Gucken wir mal, wo wir Schwein. Ich wohne südlich von einem Haus mit einer grünen Tür. Ich wohne südöstlich von einem Haus mit Schornstein. Ich wohne neben einer Figur mit zwei Beinen. Ja. Ich wohne südlich von einem Haus mit einer grünen Tür. Ich wohne östlich von einem Haus mit Schornstein. Wir müssen hier unten die drei nochmal ordnen. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Ja, stimmt. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. Nee, stimmt nicht. Scheiße.
Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Das stimmt, wenn das im Hut wäre. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Nein! Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. Oh nee, das passt doch schon wieder nicht. Der muss unten in der Mitte wohnen. Ich mach den hier nochmal weg. Hier, bei denen hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Südöstlich. Also, wir müssen einmal runtergehen und dann nach rechts. Weil wenn es jetzt das hier wäre, dann wäre es nur, ich wohne südlich von Figur mit Schnabel. Das ist ja der hier. Also kann er nur da oder da wohnen. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Ja, und südwestlich ist jetzt mein Problem. Ach. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. Der kann ja eigentlich nur hier unten wohnen. Nee, das passt doch schon wieder alles nicht. Nur das Haus unten in der Mitte kann südwestlich und südöstlich haben, das stimmt. Aber was heißt in der Nähe? Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Südöstlich ist für mich runter und links, rechts. Südöstlich. Weil das hier wäre, ich wohne südlich von Figur mit Schnabel. Oder das würde dann nicht stimmen mit dem Schnabelmann. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Dann wird's schwierig mit dem... Oh, shit, ey. Ziemlich sicher stimmt der Schnabelmann nicht. Da gucken wir nochmal. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Das stimmt. Ich wohne neben einem Haus mit Schornstein. Das stimmt. Die Stimme mache ich am liebsten. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Das stimmt. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Aus meiner Sicht stimmen die oben. Ich wohne nordöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Nordöstlich. Also, was meinst du, ich muss der hier unten hin. Ich gucke jetzt einfach mal, was die sagen. Nee, wir haben nicht alle nach Hause gefunden. Gut. Nee. Ich wohne nordwestlich von einer Figur mit Ohren. Oha. Oh, tauschen wir die einfach? Mindestens einer von uns hat sich verlaufen. Versuch's nochmal. Okay, einer ist falsch. Dankeschön an Geschichtsfenster. Herzlich willkommen. ihr seid hier mit euren Mucklers in einen Patterson und Findus Stream reingeradet. Wir versuchen gerade, die Mucklers ihrem Haus richtig zuzuordnen. Vielleicht kennt ihr das Spiel von früher, ist 1998 rausgekommen. und schwieriger, als man denkt. Okay, eins ist noch falsch. Aber wenn der hier sagt, er wohnt nordöstlich vom Ohrentier. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einem runden Fenster. Das stimmt, der hier oben hat rund. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit einer grauen Tür. Ja, also der blaue ist für mich gesetzt. Ich wohne nordwestlich von einer Figur mit Ohren. Das stimmt auch. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einem runden Fenster. Der blaue ist für mich safe, oder? Was meint ihr? Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Das stimmt. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit dreiviereckigen Fenstern. Ich wohne ja. Südöstlich von... Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit einem Schnabel. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ich wohne neben einem Haus mit Schornstein.
Das ist nicht meine Lieblingsstimme. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Für mich stimmen die oberen alle. Das ist für mich hier die unteren drei, die noch nicht so ganz safe sind. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Haben die eigentlich alle, ne? Nur das nicht. Ja, und das auch nicht. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Zählt das? Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. Oh. Ich wohne in der Nähe von einem... Ich wohne neben... Ich tausche jetzt den... Mit zwei Beinen. Ich tausche die mal. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. Die oben links treffen jeweils auf beide zu. Hab aber keine Ahnung. Ja, ich hatte keiner eine Ahnung. Ich spiele es auch gerade zum ersten Mal. Ja, was heißt in der Nähe von? Ich habe das bisher so gedeutet, dass in der Nähe von heißt, dass es direkt daneben oder darüber sein muss. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ja. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Also die mit dem Schnabel können ja wirklich nur die Beinvögel sein. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. Nee, das stimmt nicht. Ich wohne nördlich von einem... Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Ich guck mal, ob man die... Ist das eine gerade Tür? Nee, ne? Oder doch? Ich wohne neben einem Haus mit Schornstein. Na, was heißt neben? Nee, der kann nur dahin. Nee, wir Mann, das braucht nicht rein. Ich habe nach Hause gefunden. Südwestlich stimmt ja nicht. Ja, irgendwas hier mit den unteren stimmt noch nicht. Ich würde den Hutvogel mit dem grünen Kerl tauschen. Gucken wir gerade mal, ob das noch passt. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Ja. Ich wohne nördlich von einem Haus mit einer geraden Tür. Ja. Ich wohne neben einem Haus mit Schornstein. Ja. Ich wohne westlich von einer Figur mit etwas auf dem Kopf. Ich glaube, drei Sachen sagen sie. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Da zählen die unteren auch hier rein. Ich wohne in der Nähe von einer Figur mit einem Schnabel. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ja. Ich wohne nordwestlich von einem Haus mit drei viereckigen Fenstern. Okay, lass uns mal so stehen. Aber der Vogel ist doch, glaube ich... Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schnabel. Der stimmte, glaube ich, nicht. Ich wohne südwestlich von einem Haus mit Fahnenmast. Südwestlich. Ja, die unteren. Südwestlich kann jetzt ja eigentlich nur das sein. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit zwei runden Fenstern. So, gucken wir mal, ob das hier passt. Ich wohne südlich von einem Haus mit einer grünen Tür. Ja. Ich wohne südöstlich von einem Haus mit Schornstein. Ja. Ich wohne neben einer Figur mit zwei Beinen. Kommt drauf an, was neben heißt, aber ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit Fahnenmast. Ja. Ich wohne südöstlich von einer Figur mit einem Schwanz. Ja. Ich wohne in der Nähe von einem Haus mit einer grauen Tür. So, das muss sein. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wüsst ihr aber auch nicht, was das Problem ist. Ihr braucht gar nicht Nee zu schreiben. Dann sagt mir doch, was das Problem ist. Untere Beine tauschen. Nee, wir haben nicht alle nach Hause gefunden. So. Woran hattet ihr Lehen? Schwein und Zylinder tauschen?
Nee, wir haben nicht alle nach Hause. So, jetzt rollt ihr doch. Einfach nur nee schreiben. Ja, aber ist das jetzt doch falsch hier oben mit dem Vogel? Schwein kann ja nur rechts oder unten rechts sein. Ich wohne südlich von einem Haus mit einer grünen Tür. Ja, das stimmt. Okay, das Schwein kann nur da oder da sein. Das Schwein, hatten wir das Schwein schon mal hier oben? Ich probiere jetzt die unteren einfach durch. Mindestens einer von uns hat sich verlaufen. Versuch's nochmal. Oh, wisst ihr was? So mache ich das nämlich jetzt. So, jetzt mache ich mal den hier unten. Ja. Trial and Error hat mal wieder geklappt. Schön, dafür kriegst du einen Gewinn. Hinein damit in den Gartenschuppen. So, jetzt habe ich die Schnauze voll von dem hier. Tschüss, ihr kleinen Mucklas. Tschüss. Tschüss, Peterson. Tschüss. Tschüss. Okay, was haben wir denn hier noch so? Was ist das denn? Ja. Kann man hier Musik machen? Ich höre keine Musik. Ihr? Willst du wirklich aufhören zu spielen? Nein. Nein, ich klicke das Nein-Tier. Nein. Nein! Jetzt haben sich die Mucklers wieder verlaufen. Das nee! Beste ist, die Hilfsbeine nach Hause zu finden. Nee! Tschüss, kleinen Mucklers. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Peterson. Tschüss. Oh Mann, ey, das wäre echt lustig, wenn bei jedem Spiel, wenn du das beenden willst, verabschieden sie erstmal alle. Okay, was kann ich noch klicken? Ach so, ich steuere ja hier wieder. Bin ich denn überhaupt? Was ist denn das? Wie schwer ist denn zu steuern, Junge? Ach so, jetzt. Ah, jetzt. Okay. Willst du mit mir spielen? Auf Pettersons Hof gibt es... Na, dann lauf doch mal so. Hier sind die Beete, auf denen wir die Pflanzen zum Wachsen bringen können. Vergiss nicht, sie zu gießen und Unkraut zu jäten, bevor du weggehst. Dann wächst alles besser, während du weg bist. Wenn du Hilfe brauchst, ist ja noch Pettersons Gartenbuch im Schuppen. Ich jäte, glaube ich, erstmal alles hier weg, was zu jäten. Oh! Oh Gott. Komm, wir jäten hier erstmal alles weg. Falls hier schon was eingesät war, tut mir das leid. Ich jäte jetzt hier erstmal alles im Grund und Boden. So. Hallo, jetzt wollen wir mal Wasser für die Beete besorgen. Okay, fang an. Was? Ach so. In die Tonne, in die Tonne. Ach, guck mal, Rocket Beats Fan. Oh, okay. okay. Ach du Schande, warum ist denn das 5000 Mal schwieriger, dieses Spiel? In die Tonne, in die Tonne! Genau! Oh Gott. Okay. Knapp. Come on. In die Tonne, in die Tonne! Das hätte ich gerne als Intro für In die Tonne. Ja! Oi, Mann, ich denke jedes Mal, ich schieße richtig daneben. Muss man das einfach jetzt voll machen, oder wie? Okay. Ach! Nicht daneben!
So, welche hat man gerne beim Fußballspiel? So, Vorsicht. Zack. Das würde ich gerne im Fußballstadion hören, wenn so einer neben das Tor schießt. Übrigens, wäre besser, wenn du ins Tor schießen würdest. Ach, jetzt bin ich jetzt... Mehr Wasser! So, reicht das jetzt mal? Tschüss! Oh. Ah, okay, ich muss gar nicht das voll machen. Okay, so. Was? Hallo, jetzt wollen wir mal Wasser. Nein, tschüss. Ich möchte nicht mehr Wasser. Aber wo kann ich denn was einpflanzen? Oh. Das ist Pettersons Gartenschuppen. Im Gartenbuch findest du viele Tipps zum Pflanzen. An der großen Wand kannst du deine gewonnenen Geräte aufhängen und erfahren, wozu man sie benutzt. Im Regal rechts siehst du all deine anderen schönen Gewinne. Harke harkt Schotterwege und glättet Erde. Wenn es jetzt so wäre wie im ersten Teil, würde er einfach nur sagen, die Harke harkt. Das war im ersten Teil so gut. Der Hammer hammert. Na gut, danke schön. Rasenschere schneidet Gras an kleinen Stellen. So, ja. Das sieht ja schon besser aus. Was haben wir denn hier? Wo ist denn mein Gartenbuch? Oha, meine Pflanzen, so jetzt geht's ab. Mohrrüben, Geburtstagsstraußblumen, Salat, Fleischklößchen, was? Weißkohl, lauchrote Beete, Leckerlibüsche, Kartoffel, Zwiebel, Gurke, Kater, Würze, Ringelblume, Rhabarber, Tanne, Birne. Man kann eine Birne pflanzen, Birne. Da wissen wir aber schon. Steinkohl. Ach so. Mehr hast du von dieser Sorte nicht gewonnen. Mehr hast du von dieser Sorte nicht gewonnen. Mehr hast du von dieser Sorte nicht gewonnen. Warum liest er jetzt nicht mehr vor? Wie man pflanzt. So, jetzt. Draußen auf der Bank neben dem Beet liegen jetzt die Pflanzen und Samen, die du dir ausgesucht hast. Klick eine Pflanze oder ein Samenhäufchen auf der Bank an. Zieh sie zum Pflanzviereck. Du kannst in jedes Viereck nur eine Pflanze oder ein Samenhäufchen setzen. Wenn Unkraut in dem Viereck ist, kannst du dort nichts pflanzen. Wenn dort schon etwas wächst, wird die Pflanze ausgetauscht. Wie okay. Es wächst und welkt. Die Pflanzen wachsen, wenn sie Wasser bekommen. Vergiss also nicht, sie zu gießen, bevor du den Garten verlässt. Die Pflanzen wachsen auch nicht, wenn zu viel Unkraut im Pflanzviereck ist. Dann kann eine ausgewachsene Pflanze sogar verwelken. Das Unkraut wächst ständig ein bisschen. Hack es also aus, bevor du den Garten verlässt. Du siehst, wie die Pflanzen gewachsen sind oder verwelkt sind, wenn du am nächsten Tag wieder... Nächsten Tag? Gießt. Moment. Wenn du die Gießkanne anklickst, wird der Cursor ein, ja, das man habe ich düngt. Ja, man düngt. Nur der Gärtner kann düngen. Mit Dünger blüht alles besonders schnell. Es ist immer gut, einen vollen Düngerhaufen zu haben. Den Haufen füllst du im Düngerspiel auf. Ah ja. Ja, dann, ja. Gut. Oh, hatte ich die Musik einfach nicht an, oder was? Was ist denn das? Was mache ich denn hier? Nee, du, was ist denn? Was ist denn das? Was mache ich denn hier? Ich verstehe nicht, was hier passiert.
Möchtest du deine Werke speichern, bevor du aufhörst? Auf gar keinen Fall. Du bist ja ein richtiger Pflanzenbauer. Tschüss, ihr Blumen. Nun. Ja, so würde ich es, glaube ich, jetzt nicht nennen. Oh, ein riesiger Salat. Das Düngerspiel! Was machst du eigentlich Samstagabend? Wo das hinschießt. Moin! Ich geh mal Gaspar da hinten. Nein! Ach, meine Güte, ist das schwierig. Da, der fliegt weit jetzt. Oh, nee, doch nicht. So nicht, Willi. Ui, ei. Okay, ich muss mal gucken, ob man es irgendwie abschätzen kann. Bückt es sich irgendwie noch stärker, wenn das so rausgeschossen kommt? Nein! Ist das random? Ich habe das Gefühl, das strengt sich immer gleich an, oder? Was meint ihr? Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es immer ein kurzer Kack wird. Da. Und wenn man dann manchmal eins ins Gesicht kriegt, dann ist es eben so. Ach so, je nachdem, was das frisst. Ach, jetzt verstehe ich es auch mal. Ach so, Blume. Ja, Blume ist so. Okay, Pilz ist kurz. Ah ja, so, jetzt haben wir es. Ich möchte ein Leben. So, Achtung, das wird jetzt ein weiter. Nee, doch nicht. Okay. Kleine Pflanze. Ja. Ich glaube, die meisten Sachen sind kurz. Ich weiß nicht, was es eben gegessen hat, dass es mir so ins Gesicht geflogen ist. Sehr gut. So, jetzt so mittel. Oh! Die Katze hat die Zeit ihres Lebens. Oh Gott, ey. Okay, das wird aber jetzt ein kurzer. So. Schöner Düngerhaufen. Das hast du gut gemacht. Jetzt freuen sich die Pflanzen. Das nenne ich einen Düngersammler. Meister Klasse. Eine Weile reicht der Dünger für die Pflanzen. Klasse. Klasse? Okay. Was mache ich jetzt damit? Irgendwie aufsammeln? Tschüss, Brillan. Tschüss, Brillan, das kackende Huhn. Muss ich damit noch irgendwas machen? Hallo, Pettersson. Wollen wir heute Kartoffeln für dich setzen? Hallihallo. Was ist denn das für ein wildes Spiel? Auf meinem Beet setzen sich die Kartoffeln selber, wenn sie übereinander hinwegspringen.
Eine Kartoffel darf über die andere springen, wenn auf der anderen Seite genügend Platz ist, wo sie landen kann. Klick die Kartoffel an, die hüpfen soll, und dann die Stelle, wo sie landen soll. Du kannst zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen und gewinnst etwas, wenn nur eine Kartoffel übrig ist. Okay, dann machen wir erstmal einfach. Was für Kavenzmänner. Was für Kavenzmänner. Ach, die verschwindet dann. Ach so, okay. Die kann dann nicht mehr woanders hin. Ach so, das macht schon keinen Sinn. Das habe ich schon falsch geklickt. Bobus Failus, danke dir. Ja, war schon falsch. Oder? Ach nee, 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 komme ich ja noch hin. Momentchen mal. Na, warte mal. Wenn ich nach der... Wen habe ich denn jetzt angeklickt? Den mittleren, wenn ich nach da oben hüpfe. Oh nein. Nee, das war schon nix. Jetzt können keine mehr springen. Nee. So, nochmal. Ich kann ja jetzt hier eigentlich, am Anfang kann man ja nur einen Move machen. Und dann muss ich jetzt eigentlich ja wieder zu dem hin, irgendwie. Hinten muss hier wieder raus. So nämlich. Zählt mir doch nichts. Bravo, das hast du gut gemacht. Du bist ja ein richtiger Kartoffelhüpfer. Damit hast du eine goldene Kartoffel gewonnen. Gratuliere. In den Schuppen. Ich habe eine goldene Kartoffel. Okay, jetzt ist schon der nächste Schwierigkeitsgrad. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich bin ein richtiger Kartoffelhüpfer. Okay. Was machen wir denn mal? Ach, nee. Warte mal, dann ist der weg. Ach, shit, das war falsch. Oder nee, doch nicht. Bravo, das hast du gut gemacht. Du bist ja ein richtiger Kartoffelhüpfer. Mhm. Damit hast du eine goldene Kartoffel gewonnen. Gratuliere. First try. Hinein in den Schuppen. Juhu! Oh Gott, okay. So. Alles klar, jetzt wird gehüpft. So, wir müssen am besten mal irgendwie... Wie machen wir es denn mal? Dass wir die hier aus den Ecken rauskriegen. Ich mache einfach mal was. So, eine Ecke ist geklärt. So. Whoop. Oh je, was mache ich denn mit der Nummer da? Da muss ich auch aufpassen. Mhm. Oh je. Da. Ach, verflixt. Ja, den Einzelnen müssen wir noch schnell rausholen, sonst ist der lost.
Haselnuss. Dankeschön für den Raid. Wir spielen gerade Patterson und Findus von 1998. Ach, das wird doch hier schon wieder nichts. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, oder? Momentchen. So, kommt der auf jeden Fall nochmal hier raus. Oh, ich glaube nicht, dass hier eins übrig bleibt. Nee. Nee. Verflixt. Drei. Da sind ja noch mehr als nur eine Kartoffel übrig. Da musst du es nochmal versuchen. Okay, einmal mache ich noch. Und dann gucken wir nochmal bei den... Für mich bist du trotzdem ein Kartoffelhüpfer. Ach, Mann. Aber es gefällt mir schon mal gut. So, ich gehe jetzt mal, was anderes. So, wir müssen ja, um hier aus den Ecken rauszukommen, müssen wir eigentlich immer diese Nummer hier machen. Dass so einer da raushüpft. Und dass die anderen dann so rausgehen, oder? Mhm. Wir gehen nochmal hier ran. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeine bestimmte Strategie, dass man erst irgendwie die ganz außen machen muss oder irgendwie so. Mach jetzt mal den hier, dann holen wir den aus der Ecke. So. So. Was mache ich denn mal mit dem Einzelnen hier? Ach, Moment mal. Ja, so komme ich ja gleich da weg. Jetzt bin ich aber langsam hier oben in der Bredouille mit dem da, mit dem zurückgebliebenen oben in der Ecke. Weißt du, von dem Esmeralda Tuck die Mutter ist? Esmeralda? Ich glaube, die Mutter von Pippin heißt nicht Esmeralda, oder? Okay. So, machen wir mal das hier. Oh, jetzt bin ich schon in der Reihe. Nee, das war, glaube ich, falsch. Jetzt bin ich schon... Flixt. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr runter. Ja, nee. Oh nein. Vier. Jetzt können keine mehr springen. Versuch's nochmal. Ich glaube, zur schwierigsten Tschüss, Schwierigkeit komme ich später nochmal zurück. Tschüss. Tschüss. Okay, gucken mal, was haben wir denn noch? Das habe ich auch nicht verstanden. Was ist das? Hallo, Peterson. Oh nein, rechne bis 20. Jetzt musst du der kleinen Miller helfen, dass sie zu ihrer Oma kommt, ohne von den fiesen Schnecken aufgehalten zu werden. Viel Glück. Hallo, Miller. Was? Vier, was? Vier plus fünf plus sechs, oder was? Ich check's überhaupt nicht. Wie steuere ich denn das? Oh Gott! Was passiert denn hier? Sag mir mal ein bisschen, was muss ich denn machen? Ach nee, ist das hier Miller? Ach so! Nee, war 6. Okay, ich klicke. Ich kann nichts machen. Es bewegt sich nichts. Die Ecken drehen. Was? Du musst die Ecken drehen? Oh Gott, die Schnecke kommt immer näher. Das ist ja ein richtiger Horror.
Die bewegt sich nicht. Sie ist gleich bei mir dran. Ii, was für eine fiese Schnecke. Was ist denn das? Okay, ich klicke auf Plus und Minus. Du musst die Zahlen ziehen. Zahle, ich klicke drauf auf die Zahlen, ich ziehe. Ich versuche das zu ziehen. Ich weiß nicht, was man hier ziehen soll. 4, 9, 3. 4 plus 3 gleich 7. Ja, was? Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Was ist mit dem Regler links? Damit macht man es wieder schwieriger. Jetzt sag mir doch nicht, wie man... Ich weiß auch, was 4 plus 3 ist. 4? Oh. Moment. 4 plus 3. Alter, ich raste aus. 4 plus 3. Und dann? Dann das Blatt. Ja, ich mache. Das Blatt wird golden auf der Ecke bei der 7. Ach Gott, es wird. Okay, danke schön. Oh, gut. Okay, so, jetzt habe ich es auch verstanden. Achtung, die Schnecke kommt. 2. 5 minus 3. Gut. 5. 7 minus 2. Och, Mann, ist das ein Horror. Wie ist hinter mir her? Was ist das? 8 plus 1. So, jetzt schnell nach Hause. 2, ich rechne nur plus, das ist einfacher. Jetzt bin ich die Schneckwert. Yippie! Okay. Da sieh mal einer an. Ein Goldgewinn. Gratuliere. Ja, jetzt machen wir natürlich mal schwierig, das ist klar. Oh, die Schnecke ist schneller. Okay, wo schnecken wir uns lang? 6 plus 4. Jetzt machen wir die 11. Komm, was gibt 11? Was gibt 11? Jetzt geht's ab. 2 plus 9. Zwei Schnecken sind hier unterwegs. Holy shit, okay. 7. Oder ist es ein 1? Was ist es denn? Nee, eine 10 brauche ich. Was? Hä? Bin ich dumm? 6. Nein, sie kommt! Oh nein! 7 minus 5. Das war nur der halbe Stock. 4 plus 4. Das gibt ja alles gar nicht das! Was soll ich denn da machen? Das gibt nicht 13! 8. Es gibt nur 12 und die ist gleich da. Das ist ein richtiges Horrorspiel. Oje, 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 oje. Ii, was für eine. Ach, der Besen. Versuch's nochmal. Okay. Das ist für mich ein Horrorspiel. Also ich brauche überhaupt keinen Film zu gucken. 9. Ah, das geht sogar. Ja, wo ist der Pulsmesser? Das war hier. Resident Evil 4 brauche ich nicht. So, 5 plus 3. Jetzt machen wir einen Speedrun. So. Miller, lauf mal schneller! The Schneckening. Und jetzt noch einmal die 16 und dann haben wir's. Oh Gott. Okay. Das lässt sich nicht löschen! Oh nein! Okay, dann mache ich die 10.
geht nicht. Was? Nein, oh nein, das ist doch gleich schon wieder da. Okay, ich renne. Ich komme da nicht rum. Oh Mann, die haben mich gleich. Vier ist doch alles so klein. So, also jetzt werde ich die austrippeln. Fünf. Ich mache es jetzt erstmal ganz einfach, dass ich nicht rechnen muss. Jetzt kommt die 16. 3 plus 7 plus 2 plus 4 gibt 16. So, jetzt habe ich sie nämlich schon mal weggelockt. 8 minus 2. Jetzt versuche ich es nochmal. Jetzt gehe ich nochmal auf die 9. Und jetzt versuche ich es nochmal mit der 10. Oh nein! Ey, das darf doch nicht wahr sein! Ja, jetzt doch. Mathe-Magie. Sieh mal einer an. Ein Goldgewinn. Gratuliere. Juhu. Ja, jetzt. Tschüss, wir gucken mal, was es noch sonst noch gibt. Tschüss. Was ist denn das? Okay. Ach nee. Ja, nee. Hallo. Aber die Spiele sind schon nicht Tschüss, schlecht. Tschüss, Peterson und ihr Kartoffeln. Tschüss. Tschüss. Das nervt ein bisschen, dass man sich von jedem Spiel verabschieden muss, aber gut. Okay, gehen wir weiter. Ja, was ist das denn? Ich muss hier in den Garten jäten und der pennt. Hallo Peterson, was hast du dir da für einen Wettkampf ausgedacht? Herzlich willkommen zum Wettfliegen der Bienen. Hilf der Biene, die Blume zu erreichen. Dann bekommst du eine goldene Honigwabe. Aber du musst es vor der Schurkenbiene schaffen. Deine Klar. Biene muss von einem Pilz zum anderen fliegen. Starte, indem du geradeaus, links oder rechts anklickst. Viel Glück. Jetzt wird's. Welches ist die Schurkenbiene? Was? Wer bin ich denn? Was ist denn die Schurkenbiene? Wer bin ich denn? Ich sehe es überhaupt nicht. Hä? Ah, okay. Also ich bin schon mal... Ja, die Schurkenbiene ist gleich da. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich muss mir erstmal einspielen. Schurkenbiene ist natürlich die mit der Sonnenbrille. So hätte ich wissen können. Versuch's nochmal. So, jetzt nochmal. Zu allen... Nee, nein, ich wollte rechts. Nein. So, und jetzt nach links. Das hast du wirklich gut gemacht. Schön. Du bekommst eine Sense, mein liebes Kind. So, jetzt muss ich kurz mal meinen Weg planen. Geradeaus. Links. Nein! Ach doch! Nee. Rechts. Rechts. Links. Ja, die Schurkenbiene hat keine Chance. Aber nett, dass man auch den Weg von der Schurkenbiene angezeigt bekommt. Hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Ja, das war gut. Eine echte Rennbiene. Schön. Ja, endlich. Dafür kriegst du einen Gewinn. Hinein damit in den Gartenschuppen. Endlich kann ich mal was anpflanzen. So. So. So, was mache ich denn hier? Nach da, nach
Da, nach da, nach da, nach da, nach da. Das ist schon mal links. Rechts. Und links. Und bitte einmal nach links. Alter, die ist schnell, die Schurkenbiene. Und bitte einmal nach links. Oh shit. Und nochmal. Oh, es wird ein Foto-Finish! Ja, das war gut. Eine echte Rennbiene. Gute Arbeit. Das kommt in den Gartenschuppen. Okay. So, da. Da. Nee. Da doch. Runter, runter. Da, 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 da. Links. Geradeaus. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Die Schurkenbiene ist nämlich scheiß schnell. So, und nochmal links. Und nochmal links. Keine Chance. Ja, das war gut. Eine echte Rennbiene. Das war eine Rennbiene oder ein Kartoffelhüpfer. Wir machen das noch einmal durch. Ich will mal gucken, was man hier auf der schwierigsten Stufe noch bekommt. Als Dank. Also, einmal links, runter. Da. Ne, warte mal. Da, da, da. Da, 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 da. Okay, let's go. Rechts. Und rechts. Links und links. Ja, wenn man sich einmal verklickt, dann hat die Schurkenbiene gewonnen. Links. Das wird schon wieder knapp. Nochmal links. Oh, das wird aber knapp jetzt. Ui! Na gut. Ja, das war gut. Das wurde internationaler Haftbefehl erlassen. Bravo, das kommt in den Gartenschuppen. So, jetzt sind wir schon fast auf der schwierigsten Schwierigkeit. So, jetzt machen wir nach links. Das überlege ich mir jetzt, während ich das mache. Okay, dann nach rechts. Rechts. Und geradeaus. Nach links. Die Schurkenbiene ist mir auf den Fersen. Links. Links. Und rechts. Ja, keine Chance. Das ist mein Spiel, glaube ich. Simone das. Dankeschön. Yippie! Ja, das war gut. Eine echte Rennbiene. Schön. Dafür kriegst du einen Gewinn. Hinein damit in den Gartenschuppen. Und jetzt schwierigste Schwierigkeit. So, Achtung. So. So. Geradeaus. Rechts. Oh Mann, ist die langsam, ey. Uiuiuiuiui. Alter. Okay, mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Rechts, come on. Oh je. Come on, links. Oh, links. Ah! Oh nein. Oh, wie kann das denn sein? Ich war doch schnell. Die Widerstand leistet. Versuch's nochmal. So, warte mal. Ja, ich darf mich keine Sekunde ausruhen.
So, hä? Ja, jetzt habe ich es gleich. Ja, das schaffe ich diesmal. Diesmal kommt sie mir nicht zuvor. Bravo, das hast du toll gemacht. Du hast den ganzen Honigkuchen geschafft. Das heißt? Genau, so ganz alte Spiele aus den 90ern, die kann man immer über dieses Archive.org finden. Da sind so alte Spiele, alte CD-ROMs hochgeladen. Und das hier konnte ich jetzt auch einfach so mit Windows 11 öffnen. Tschüss, ihr Bzinen. So. Alter, wie viele Spiele sind denn das hier? Hallo, unfassbar. Hallo, Peterson, wir kommen. Das ist wirklich knifflig. Du musst die Frösche von einem Stein zum anderen hüpfen lassen und sie nach ihrer Größe anordnen. Den größten zu unterst und den kleinsten zu oberst. Viel Glück. Oh, das ist aber wirklich knifflig. Knifflig ist es. Also es kann immer nur der oberste springen. What? Ach so. Quack, quack. Ah ja, okay. Mhm. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Jetzt erstmal den großen quack, rüberbringen. Quack, 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 quack. Ja, ja, das ist mein Spiel, das sehe ich doch schon. Das ist genau mein Game. Hm. Speedrun mache ich. So. Guck mal an, ein Goldgewinn. Gratuliere. Quack, 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 quack. Ich hab gewonnen, ja. Ich hab gewonnen, hurra. Oh, Mann, 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 okay. Die Frösche können auch die Seerose überspringen. Ach so, gucken wir mal. Ah, okay, sehr gut zu wissen. Alles klar. Gut. Quack, 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 quack. Nee, es geht nicht. Krieg ich denn den alten Schlumpf da hinten heraus. Quack, quack. Hm. Ja, eigentlich müsste der erste ja da hinten sein. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Oh, meinst du, das ist schwer zu sehen, wer jetzt von denen der größere ist, so. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Nee. What? So, jetzt nochmal. Den wollte ich da. What, what, what? What, what? So, jetzt nochmal. What, 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 what? What, 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 what? What, 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 what? Nee, stopp. Den da rein. Da. Ach, der ist schon wieder größer. Ach, ich werd verrückt. Vielleicht mache ich den auch einfach mal so eins vor. Ja, ja, jetzt. Jetzt kommen wir hier vorwärts. So, jetzt ist der schon mal dahin gequackt. Quack, quack, quack.
So. Ziehen wir den einen rüber. Ja, so geht's. So geht das doch hier vorwärts. Erzähl mir doch nichts. Ich bin eine Frosch-Speedrunnerin. So. Ja, ist ein guter Tipp, dass die überspringen können. Ansonsten wäre es schwierig geworden. Nee, warte mal. Der ist noch kleiner. Jetzt haben wir es doch. Da ist er doch. Guck mal an, ein Goldgewinn. Gratuliere. Genau so sehen Froschwanderungen aus. Okay, jetzt noch einmal die schwierigste Schwierigkeitsstufe. So. Quack. So, guck ich mal. Nee. Kann so machen. Na, Moment. Nee, erst muss der da unten. Da habe ich mich verquackt. Ja, was bin ich sehend? Das fragen sich einige gerade. Das habe ich mich verquackt. So. Okay. Die Türme von Hanoi. Er ist einfach immer mit dem hier hin und her springen, glaube ich. Ich brauche aber noch den Großen. Der Große muss rüber. Nee, du sollst dahin. Ja, aber so geht's langsam. Man zieht so einen nach den anderen rüber. Ja. Okay. So. Das muss der ganz nach unten, der Typ. Oh Mann, ey, ich komme schon wieder durcheinander. Syrak, danke dir. Mein Gott. Oh Mann, ey.
What, what, what? Quack, quack. Habt ihr noch einen Durchblick? Quack, quack. Oh, ich kann so ganz schlecht sehen, welcher der kleinere ist. Der hier? What, what, what? Oi, oi, oi. Jetzt stecke ich fest. So. So, was kann ich denn hier überhaupt machen? Ja, den muss ich ja befreien. Ich bringe erstmal den untersten hier noch ganz nach rechts. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Shit, ey. Die Frösche rechts alle auf der Mitte zu stapeln, ja. Jetzt habe ich sie ja gleich wieder alle links gestapelt. Das macht ja auch keinen Sinn. Alter, das ist schon echt. Kriege ich den denn da wieder weg? Alle auf der Seerose stapeln. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Den Frosch auf dem Blatt nach rechts. Ja, das ist es. Das ist es aber. Jetzt habe ich die alle wieder hier. Ist der jetzt kleiner als der? Nee, ne? Ich krieg gleich einen Anfall. Das hatte ich doch eben schon so. So, jetzt kommen wir langsam mal hier vorwärts. Achtung. So, jetzt gibt's hier nämlich mal richtig ab. Ich verliere meinen Verstand, ja. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ich. Oh nee, was ist denn das jetzt schon wieder? Jetzt habe ich es ja gleich wieder genau wie am Anfang. Ich drehe durch. Alle in der Mitte stapeln, ja, ja. Wir stapeln jetzt hier erstmal. Aber das ist schon der kleinere. Ich müsste den ja hier dahin kriegen. Ja, ich mach erstmal so. Ich hole mir jetzt erstmal. Quack, quack.
What, what, what? Macht schon wieder keinen Sinn. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. So, warte mal. Gar nicht mal so leicht aus, ja, das stimmt. Toll. Jetzt sind wir gleich wieder beim Anfang. Ach ne, jetzt ist der hier auf jeden Fall schon mal da. Ist das der zweitgrößte? Aber den hatten wir doch eben schon mal rechts, oder nicht? What, what, what? Quack, quack, quack. Jetzt habe ich Lust auf Kartoffeln mit Quark. Quack, quack. Der andere ist noch größer. Quack. Das ist schwierig, ey. Quack, quack. Quack, quack. Das möchte ich mal als Speedrun sehen, du. Quack, quack. Quack, quack. Ich bin verrückt! Was? Sind wir jetzt einfach wieder bei dem, wo wir es eben waren? Manchmal verklicke ich mich. What, what, what? What? What, what? What, what? What, what? What, what? Mache ich hier die ganze Zeit nur dasselbe? Ich check gerade gar nicht, was ich mache. What, what, what? Ich gleich durch. Ich mach nochmal neu. So. So. Ich war nicht kurz davor. Ja, erstmal ein Dicks drüber bringen, ja, das versuche ich ja auch. Quack, quack. Quack, quack. Quack. Nein! Es war doch nicht knapp, erzählt mir doch nichts. So. Alle müssen in die Mitte, ja. What, what, what? 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 Nee, das ist mir zu schwierig. Ich möchte lieber den Codesammler machen. Ich geh später nochmal an die Frösche. So, was ist das denn jetzt hier? Willst du dein letztes Werk speichern, bevor du aufhörst? Hä?
Das hätte ich nicht besser machen können. Okay, ich möchte jetzt erstmal was... Oh, Prillern und die anderen Hühner versuchen abzuhauen. Sie wollen nach den leckeren Würmern im Kartoffelbeet scharren. Hilf ihnen, damit Pettersson sie nicht entdeckt. Wenn es drei Hühner geschafft haben, gewinnst du etwas. Viel Glück! Was? Jetzt habe ich schon verloren, oder was? Nee, du, zurück in den Hühnerstall. Hier sitze ich doch schon fest. Vor mir kannst du dich nicht verstecken. Hier sitze ich schon fest, hier oben, glaube ich. Nee, doch nicht. Ach, da kann man lang. Ah ja, okay. So alles klar, okay. Nicht rein. Ah ja, ja, man kann sich verstecken. Gut, dann wird mir das klar. Ich dachte, das wäre da gesperrt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das Getappel. Oh, Patterson, okay, eins habe ich geschafft. Alles klar. Oh, da stecke ich fest, okay. Ah! Oh Mann! Warte mal, wo gehe ich denn überhaupt mal lang? Da oben muss ich lang. Ah, okay. Und dann geht es ja schon wieder nicht lang. Ich erkenne nicht so ganz, wo man durchgrabbeln kann und nicht. Peterson, er ist wirklich der Terminator. Da lang. Ach so. Ah, jetzt sehe ich's. Komm mal lieber auf Nummer sicher. Metal Gear Chicken. Das ist Last of Us, ja. Okay. Da flitze ich erstmal hier hoch. Schaff ich's? Komm, schaff ich's! Huhn, lauf! Ja, easy. Juhu! Bravo, das kommt in den Gartenschuppen. Was ist das denn? Nee, jetzt bin ich raus. Tschüss, ihr Hühner. So, okay. Ich glaube, so langsam haben wir alles... Hey, da ist nichts. Ah, hier ist schwer zu steuern hier. Kann ich hier noch rein? Aber so langsam haben wir hier alle Spiele gespielt. Dann wollen wir jetzt nochmal in den Schuppen gucken. Oder gibt es noch irgendein Spiel, was ich nicht gesehen habe? Was ist das hier oben nochmal? Ach so. Was sie mit meinen Kartoffelacke gemacht hat. Oi, oi. Wer hat hier das ganze Beet zerwühlt? Wer
hat das getan? Ja. Wer hat dir das ganze Bett zerfühlt? Wer hat das getan? Scheiße. Die Kammer fehl im Trug. Ich glaube, es war eine Kuh. Sie hat im Bett gewühlt. Ja, sieh mal. Guck mal her. Was denn? Da hat jemand meinen Klotz angeknabbert. Na, sowas. Dann kann es keine Kuh gewesen sein. Wer hat dir das ganze Bett zerfühlt? Und jetzt alle, wer hat es getan? Ich glaube, es war ein Hund. Au, au, au. Mit einem riesen Schlund. Au, au, au. Ich glaube, es war ein Hund. Au, au, au. Der hat im Bett gewühlt. Nein, das war kein Hund. Aber er hat meine Klops gefressen und meine Wurst. Warum redet der so? Er hat eine Knops gefressen. Ja, wer hat ihn das ganze Bett zerfühlt? Wer hat es getan? Wer hat ihn das ganze Bett zerfühlt? Wer hat das getan? Wer von euch war's? War's Tollpatsch? War's Fledermotte? Bär, Bär, Bär. Marzipan Hans hat's getan. Was? Gesichtsbob? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wer hat das getan? Nein, nein, jetzt sehe ich, was es ist. Gustavsons dicke Schwein. Ach. Ich hab hier das ganze Bett zerfühlt. Ihr Schwein hat das getan. Ich hab hier das ganze Bett zerfühlt. Diese Akzente! Hallo, ich bin ein Schwein! Großer, lieb und fein! Hallo, ich bin das Schwein! Das hat dem Bär gewühlt! Das hat dem Bär gewühlt! Schwein gehabt! Hui! Okay, wer hat Lust auf die nächste Schallplatte? Wer hat das getan? Okay, weiter geht's. Und der nächste Bagger. Let's go! Pettersson half Findus in seine Hütte. Ich will ein Lied hören! Er war so sicher, dass kein Fuchs zu Findus hineingelangen konnte. Aber er selber konnte den ganzen Garten... Nö, ich möchte ein Lied. Hui, ja, aber wer hat das getan? Ist auf jeden Fall ein Knaller. So, kommen wir da wieder hier raus. Tschüss. Oder Belgisch? Oh, Pettersson und Findus kommt ja aus Schweden. Naja. Oh nee, jetzt nein. Jetzt haben sich die Mucklers wieder verlaufen. Nee, ich möchte nichts mehr wissen von euch, Mucklers. Tschüss, ihr kleinen Mucklers. Tschüss. Tschüss, Pettersson. Ja, der Schweinesong Tschüss. War schon gut. Der Schweinesong war schon Knaller. So. Okay, jetzt gucken wir nochmal bei unserem Gartenhäuschen. Ich heiße Findus. Hallo. Nee. Tschüss. Hier wollte ich rein. Oje, oje, oje. So. Eingeritten. Sense. Mäht hohes Gras. Den ersten Teil haben wir auch schon gespielt, ja. Ausrufezeichen YouTube, kommst du zu meinem YouTube-Kanal, da ist es hochgeladen. So, okay. Astsäge sägt dickere Äste ab. Warum war die denn hier? Ach so, ach, das dreht sich nochmal. Okay. Handkultivator lockert den Boden auf. Kultiviert händisch. Hohlpflanzer macht Löcher für Zwiebeln. Okay. Was haben wir noch? Obstpflücker pflückt Äpfel. So, ja. Beavis, danke dir. Das sieht ja schon besser aus. Brauche ich alle davon, um zu gewinnen oder was? Ich hatte doch da aber doch eben... Was ist das denn? Ach, hier sind meine Schätze, die ich gewonnen habe. Ah ja, bei den
Fröschen habe ich ja vollständig schon. Und die Kartoffeln. Ach shit, ey. Da so sieht man ins Gesicht rein, dass man nur zwei geschafft hat. Birne. Wer ist denn da im Chat? Mehr hast du von dieser Sorte nicht gewonnen. Ach Mann. Ach Mann, ich kann es mir nicht mehr vorlesen Kartoffel. Lassen. Leckerlibüsche. Kartoffel. Birne. Lauch. Birne. Ist ein. Lauch. Oh! Birne. So, mal. Katerwürze. Lauch, wie man Unkraut jätet, wie man gießt. Nee, ich wollte... Ich hatte doch eben schon sowas zum Einpflanzen gefunden, oder bin ich jetzt... Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Hier kannst du deine Lieblingsblume in einem besonderen Pfeil speichern und sie dann jemandem schenken. Was? Oder eine E-Mail verschicken. Oder What? Du kannst eine besondere Blume speichern, die dir jemand geschenkt hat. Oder die du über E-Mail bekommen hast. Klar. Das, mit der Selbstsicherheit muss man reingehen. Dass so viele Leute wahrscheinlich das Spiel haben, dass sie sich gegenseitig Mails schicken mit ihren Blumen. Ich will hier raus. Hilfe! Tschüss, ihr Blumen. Ja, ich hatte schon Samen, aber wo sind sie? Kann ich das hier mitmachen? Ich dachte, die stehen dann hinten auf der Bank. Alter, wie schnell das hier wächst. Was soll ich denn hier jäten? Unnormal, wie das hier wuchert. Im Schuppen? Im Buch. Okay, da gucke ich nochmal. Kann ich hier meine Blumen rüberfaxen? Rhabarber. Ach hier, ach, das ist eine Eins. Ah ja. Festschmausblume. Mehr hast du von dieser Sorte nicht gewonnen. Habe ich jetzt zwei rausgelegt? Ja! Kriege ich die nochmal rein? Jetzt wird gegossen. Ist das ein Glas? Steht noch nicht so ganz. Die Festschmausblume? Nee, gleich muss ich. Wie kann ich denn den Dünger dahin? Warte mal, ich muss nur noch mal lesen, wie das mit dem Dünger ging. Birne, wie man gießt, wie man düngt. Nur der Gärtner kann düngen. Mit Dünger blüht alles besonders schnell. Es ist immer gut, einen vollen Düngerhaufen zu haben. Den Haufen füllst du im Düngerspiel auf. Ja, was habe ich gemacht? Dann... Verflixt! Was mache ich denn dann? Das Düngerspiel können wir auch noch mal kurz zeigen. Kann ich das irgendwie aufschaufeln? Ich kann es nicht aufschaufeln. Es gibt noch ein Minigame beim Schuppen. Okay, wo genau? Das müsst ihr mir jetzt mal sagen. Schuppen. Ich habe das hier nicht gespielt, aber es ist auf jeden Fall umfangreicher als das erste. Klick an, wohin du gehst. Was ist denn das? Achso, da war ich ja schon. Tschüss, ihr Frösche. Tschüss, Pettersson. Tschüss. Okay, ich gehe nochmal zum Schuppen. Ja, und jetzt? Wo klicke ich drauf? Bei den Hühnern gibt es
bei dem Eierkorb. Oh. Das ist auch immer, es kommt keine Erklärung, wie so ein Spiel funktioniert. Finde ich auch ganz gut. Da muss das Kind komplett selber das rausfinden. Ja. Ich klicke jetzt einfach nur wild hier rum, oder was? Sei vorsichtig mit der Säge. Da ist noch eins. Hoppla, das ist nun wirklich ein Pfannkuchen geworden. Was? Ich habe nicht das Intro geskippt. Ah, was ist denn das hier? Tschüss, ihr eierähnlichen Monster und Eierleger. Was? Auf jedem Zettel ist ein Buchstabe, der auf dem Zettel des Buchstabenmännchens gespeichert wird. Dort gibt es auch ein Hinweiswort. Klick Findus an, wenn du vergessen hast, wohin du gehen willst. Klick die Form an und zieh sie an die Stelle, an der sie passen könnte. Sie bleibt überall hängen. Du kannst die Form drehen und wenden, wie du willst. Die Gartenmöbel. Es. Wie aufregend. Es gibt irgendwo einen geheimen Zugang zur Unterwelt. Man muss ihn nur finden. Ich mach nochmal das hier kurz. Also ich habe nur einmal aufgeklickt, sonst nichts passiert. Und was mache ich jetzt? Überall, wo die Eier rauskommen. Nee, nicht das. Oje, oje. Was für ein Pfannkuchen. Versuch's nochmal. Ja, wo soll ich denn wissen, wo so ein Eiertier drin ist? Das ist nun wirklich ein Pfannkuchen geworden. Nee, ich muss nochmal neu starten. Tschüss, ihr eierähnlichen Monster und Eierleger. So, jetzt nochmal Konzentration. Erstmal der Schuh. Gut, da war schon mal nichts. Eimer. Ja! Was sollen denn die ganzen... So, da ist auch eins. Ich raste wirklich aus. Verflixter Pfannkuchen und zugenäht. So ein Matsch. Wie viele soll ich denn noch sammeln? Ich check's komplett nicht. Die sicherst du mit dem Korb? Schön. Prima. Ach so. Oh Gott. Na gut. Prima. Das muss man ja auch erstmal. Ja, da gibt mir doch noch eins. Aha. Schön. Prima. Die Frage ist, wie viele muss man sammeln? Und wenn ich jetzt hier oben klicke, kommt wieder so einer oder was? Beiß mir die Säge auf. Sei vorsichtig mit der Säge. Prima. Schön. Prima. Ja, wo jetzt? Soll noch eins sein hier?
Aha. Bravo, braucht man denn? Das reicht ja nicht mal für einen Mini-Pfannkuchen. Versuch's nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier braucht man 10 oder was? Celestis, Dankeschön. Okay, nochmal. Jetzt sammle ich aber alles ein. Gute Arbeit. Originals. 4. Gute Arbeit. Ja, okay, aber wenn man das Ei sichern kann, dann ist es ja nicht so schlimm. Bravo, bravo. Oha, okay, da haben wir aber einen richtigen Schatz. Gute Arbeit. Okay, wenn man es nochmal da klickt, dann kommt eines von den Viechern raus. Oje. Was für ein Pfannkuchen. Nimmt mir Zeit weg, alles klar. Okay. Alles klar. Muss man wirklich alle finden? Der war auch im ersten Teil, dieser Lacher. Ja, gib doch mal Ei. Wo Ei? Gute Arbeit. So, diesmal schaffe ich es aber. Bravo. Jetzt habe ich so langsam hier. So langsam hat es sich doch mal ausgeklickt. Oh. Krieg ich wieder Ärger. Sei vorsichtig mit der Säge. Was? Ich finde hier nichts mehr. Ja, aber das reicht. So. Prima. Das wird im Gartenschuppen verwahrt. So. Jetzt pflanze ich noch was. Tschüss, ihr eierähnlichen Monster und Eierleger. So. So, was ist das jetzt hier unten? Und wo ist Findus da? Die Gartenmöbel. Die Gartenmöbel. Wie die Gartenmöbel? Muss ich jetzt suchen, wo das Bild passt, oder wie? So, haben wir denn so einen weißen Zaun? Ne, erstmal möchte ich hier noch eins einpflanzen. So. Birne. Salat. Birne. Erstmal pflanzen wir noch eins. Zack, zack. So. Jetzt suche ich die Stelle, wo der weiße Zaun ist. Ja, Es gibt auch Teil 3. Oh nein! Hä? Gibt es den weißen Zaun überhaupt? Geh nochmal zurück. Ah, der Stuhl vielleicht. Kann man das drehen? Ist doch nichts davon. Oh, man kann es drehen. Okay. Gut, dann haben wir hier natürlich die Nummer. Wie aufregend. Die Bank. U. Die Bank U. So, irgendwo sind so rote Büsche. Mit Holz. Die Bank. Die Bank U, man kennt sie, ja. Rote Büsche mit Holz. Ist auch nicht hier. Kann es hier sein? Nein. Da, hier vielleicht irgendwo? Ist es hier was?
Nee, oder? Oder fehlt das hier? Ist das... Nee. Ah, hier ist es. Genau. So. Der Apfelbaum hinter dem Hühnerstall. Ha. Ach so, der sagt ja schon, wo das ist, oder was? Ich depp. Okay, zum Apfelbaum. Was sind wir denn hier? Drehen wir es nochmal? Das ist es. So. Das Kartoffelbeet. Suhl. Das Kartoffelbeet. Okay, das muss hier oben sein. Alles klar. Das ist es. Am Labyrinth bin ich verzweifelt. Oh nein, jetzt nicht wieder was Schwieriges. Suhl. Die Veranda. Tee. Suhlt. Wisst ihr, wo der Suhlt ist? So, Veranda. Eh. Hä? Ach so. Oh, guck mal. Hier passe ich auf. Setz ein gutes Lösungswort zusammen und dann lass ich dich rein. Stuhl. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Hier passe ich auf. Setz ein gutes Lösungswort zusammen und dann lass ich dich rein. Stuhl. Stuhl. Genau, bitteschön, tritt ein. Du kriegst einen Rucksack, in dem du alles sammeln kannst, was du findest. Stell dir vor, vielleicht gibt es den Gärtner ja doch irgendwo. Max, wo ist meine Whistle? Warst du jetzt hier rein in den Stuhlgang, oder was? Ich habe Süßigkeiten in meinem Gang versteckt. Oh Gott. Okay. Wollen wir es wagen? Ach, hier haben wir Musik dann. Ja, das hätte ich auch gemacht, sonst wäre es zu gruselig. Ameisen. Ich habe keine Orientierung mehr. Habt ihr es euch gemerkt, wo wir sind? Ach, ich klicke mich einfach durch. Irgendwann komme ich schon raus. Ach, da kann man noch abbiegen. Hier kommst du nur rein, wenn ich was Süßes kriege. Ja, hier. Danke, danke. Du bist lieb. Jetzt ist die Tür für dich offen. Meine Güte, also das Spiel ist echt... Was ist denn das jetzt schon wieder? Hä? Hier? Warte mal, was passiert? Oh Gott. Jetzt geht's jetzt richtig los. Weck den Wichtel?
Schreck den Wichtel. Okay, ich klicke erstmal überall. Muss ich noch mehr Sachen... Was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt? Ach du Schande, ich werde verrückt. Habe ich auf zurückgeklickt versehentlich? Okay, also ich glaube, was hier schon mal richtig ist, ist das hier zu befestigen. Jetzt kommt ihr. Oh. Ich kann ja nur eine Sache machen, oder sehe ich das hier falsch? Hier geht ja nur das. Es fehlt ein Strick an der Decke. Was? Ach so. Der Wichtel muss die Tür aufmachen. Okay, kann ich es doch noch hier woanders befestigen? Ich traue mich nichts mehr zu klicken, weil sonst bin ich ja gleich wieder im Tunnel. Also das ist das Einzige, wo das einrastet. Und das Schwein sagt, oho. Da ist es doch. Da fehlt noch irgendwas. Jetzt, wenn ich auf das schlafende Tier klicke, passiert nichts. Fehlt mir irgendwas aus dem Tunnel? Ja, hier fehlt mir doch noch was. Plattform anklicken. Ja, macht jetzt. Der macht. Oh, kam ich denn eben wieder zurück? Oh, ist das schwierig. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, das ist der Typ wieder. Ich werd verrückt. Ach so. Ach so. Okay. Hier ist ein neues Bett, das ist ein Findus-Spiel. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt geht's nämlich ab. Jetzt wird es nämlich mal ordentlich abgehen. Ich habe ein Würstchen gefunden. Ich dachte, hier kann man... Ich bin komplett verirrt. Komplett verirrt! Und dazu die Musik, ey. Schweine lockt man mit Würstchen, ja, das kann nämlich sein. So, jetzt wird es hier nämlich interessant. Jetzt kommt hier das Würstchen dran. Ja. Kann ich damit nicht einfach aufschließen, bitte?
Fehlt da noch was? Wurst auf den Stuhl? Nee. Das bringt einfach alles nichts. An der Tür ist ein Haken. Oh! Sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch was finden, wie wir den aufwecken. Ich sag euch was, wenn ich aus dem Stuhlgang hier raus bin, dann hören wir noch einmal das Lied auf dem Plattenspieler und dann war's das. Dann bin ich hier wirklich fertig mit der Welt. Und ein bisschen Baum. Ich raste aus. Liegt da was? Ich will nicht umdrehen. Ah, Schlüssel. Okay, wir haben Kaffee. Kaffeetasse. Ist das was? Ich kann es so schlecht erkennen. Das war das. Liegt da noch was daneben? Fisch. Bin immer wieder mit demselben. Oder sind das mehrere verschiedene? Das könnte natürlich auch sein. Oh ja. Hier schon? Junge, ist das fies, ey. Das kann nicht alles so. Da ist ein Ei. Ah, endlich! Hier kommst du nur rein, wenn ich eine Tasse Kaffee kriege? Ja, kein Problem. Das war genau richtig. Jetzt ist die Tür immer für dich offen. Das geht jetzt hier nochmal irgendwie 3 Stunden. Kann das sein? Okay. Ach du Schande. Okay. Das machen wir mal so. Hier sind wahrscheinlich die Räder dran. Ich will das andere. Hallo? Klingel. Was? Wo? Warte mal, so, jetzt erstmal das. Mick, mick, mick. Ricky, bist du wieder weinen? Ich muss hier noch ein schwieriges Spiel erstmal zu Ende spielen. Dann gehen wir schön spazieren. Nee, warte mal, was? Was kommt denn da dran? Hier wahrscheinlich. Moment. So, Momentchen mal. Glocke. Wahrscheinlich mal hier. Nee. Hier oben. Ja, da kommt nichts dran. Braucht man wieder die Wurst. Die Wurst, um irgendjemand aufzuwärmen. Den Fisch haben wir auch noch.
Aha, so, da ist noch so ein Punkt. Aha, so, jetzt geht's auch langsam hier vorwärts. So. Okay. So. Dingelingelingelingeling. Wo kommt die hin? Ja, Brute Force ist back. Ihr wisst es ganz genau. So, das brauchen wir ja noch irgendwo. Wenn man das Vieh wacht auf. Nee, stopp. Wo klingelt die Glocke? Die muss ja das. Ich glaube, das Tier muss aufwachen mit der Glocke Feder unten an die Platte. Oh ja, oh ja, oh ja, sehr gut. So, was machen wir mit dem Zeug? Oder können wir jetzt schon mal hier einen Glockenschlag probieren? Glocke. Also das Vieh muss ja erstmal aufwachen. Und hier oben muss noch verbunden sein. Es fehlt noch so ein Rad, kann das sein? Nimm das Zahnrad. Ja, das stimmt schon. Unten liegt noch eins wo. Aber da komme ich nicht dran, weil da immer dieses blöde Seil vorspringt. Ja, es muss das Seil irgendwie weg. Seil an den Haken. Den hier oben. Wo kommt es hin? Winkel ganz oben rechts. Ah, das springt es immer wieder weg. Seil an das Schwein. Was für ein Schwein? Da kann ich vielleicht schon mal die Wurst oder den... Seil an das Schwein? Aber wollte mich jetzt schon wieder... Das ist ein Haken unter dem Rad. Wir haben noch das hier. Das kommt auch noch irgendwo hin. Oh, fehlt mir schon wieder was? Ah, so. Warum hängt jetzt einfach das Seil da? So, jetzt. Okay, mir fehlt ein Item. Och nee. Was ist hiermit? Dann müssen wir wohl wieder zurück in den Tunnel. So, jetzt haben wir eine Möhre. Bin ich lang? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann komme ich an. Irgendwann komme ich schon an. Das Ei wieder. Wo ist die Tür? Ich habe noch einen Schlüssel. Nein! Was?
Hier war ich doch schon. Gehe ich jetzt gerade wieder zurück? Nein. Da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Hilfe! Ist das der Richtige? Hey! Muss ich hier nochmal durch? Muss ich jetzt wieder durch? Ach Gott, ey. Zu viel. Sag mal ganz ehrlich, ob ihr euch hier zurechtfindet. So, da ist das Ei links. Der Baum. Da ist das Ei schon wieder. Das ist ein Horrorspiel. Ist ein eiskaltes Horrorspiel. Jetzt gehe ich mal rechts. So, soll ich jetzt hier ab, links abbiegen oder geradeaus? So, jetzt müsst ihr sagen, wo es lang geht. Geradeaus. So, ihr sagt's mir jetzt. Links oder rechts? Rechts. Hier ist nichts! Sagt ihr einfach nur Sachen? Hier ist nichts! Ihr sagt doch einfach nur Sachen! Ja, wie soll ich mir das denn merken? Ist das jetzt hier ein anderer Schlüssel oder was? Nee. Scheiße, wo ist die Tür? Ist das nicht euer Ernst? Da ist schon wieder das Ei! Ich dreh durch! Beim Ei rechts. Okay. Dann hier gibt es ja nur diese Möglichkeit. Jetzt bin ich schon wieder in der Sackgasse. Seid ihr euch sicher beim Ei rechts? Hier ist schon wieder ein Ei. Oh. Ah ja, oh Gott. Okay. Jetzt sagt nicht, dass mir hier schon wieder jetzt was fehlt. Nee, das ist doch ein Hase, der frisst doch die Möhre, das hier. Ja! So. Okay. So, jetzt haltet euch fest. Jetzt haltet ihr euch mal bitte fest. Jetzt möchte ich mal, dass ihr euch festhaltet. Einander. So, den hänge ich dahin. Jetzt weiß ich ja, wie hier alles geht. Wo kommt her, hier? Her, noch her! Her, her, noch her! Wo kommt jetzt die Glocke noch hin? Wir haben die Glocke gar nicht gebraucht. Ah, wir sind immer noch hier drin.
kommen wir nie wieder raus. Vergiss doch Resident Evil 4. Das hier ist der Horror. Ich bin langsam zu Gollum, ja. Geh es mal geradeaus. Ja, schon wieder ein Ei. Ohne Tür. Nein! Eckbert oder dieser Tunnel? Was ist schlimmer? Tja, das ist schon... Jetzt nah dran. Wo ist das blöde Rad? Jolo Bier, danke dir. Jetzt kann ich aufmachen. Okay, wenn das schon so eine offene Tür ist, wo war ich dann am Anfang? Links oder rechts gegangen? Was hatte ich denn? War ich links oder rechts am Anfang? Ja, die Oberfläche, wie gut die Luft geschmeckt hat. Jetzt rechts? Jetzt rechts oder jetzt links? Links. Okay. Okay. Was gefunden? Wieder so eine offene Tür sehe, da raste ich aus. Weil das ist ja wirklich barbarisch, sich sowas auszudenken für Kinder. Kann man doch gar nicht erzählen, dass hier nicht Trial and Error gemacht wurde. Hier kommst du nur rein, wenn du mir meinen Teddy suchst. Ja, hab ich. Das war genau richtig. Jetzt ist die Tür immer für dich offen. So, an alle die... Lord Potato, ich habe das als Knirps so oft gesagt. Wie viele Gänge kommen hier noch? Das kann nicht wahr sein. Wir sind fast eine Stunde im Tunnel hier drin. Das ist wie bei Saw, ja wirklich. Da lag ein Schlüssel direkt an der Tür. So, gucken wir jetzt erstmal, was geht denn jetzt hier ab? Hier muss doch schon wieder irgendwas mit Wasser gefüllt werden. Alle möglichen Stöcke. 9 Rätsel insgesamt? Was? Ist doch nicht euer Ernst. Ist das Rohre? Ist ja keine Ruhe, was nach unten geht. Fehlt mir ein Item? Jetzt mal ganz ehrlich. Yep. Kiste bewegen? Was für eine Kiste? Oh. Ah, mir fehlt noch ein Item, ey. Ich raste aus. Fehlt mir immer noch ein Item oder war das das? Alter, wie viele Schlüssel ich jetzt auch schon habe. Ah ja, so, guck mal, da habe ich doch schon was hingehangen.
Passt alles. Gut. Tja, dann geht es jetzt hier los mit dem Stock. Ach so, muss ich hier was dazwischen klemmen? Ich bin doch schlau. Hört mir doch auf, ich bin doch schlau. Zack, das ist der Richtige. Gewusst wie. So, okay, das war das mit dem Stock. Jetzt ist natürlich... Jetzt ist da natürlich ein Ball rausgekommen. Ja. Ja, den kann ich nehmen. Die Kanone? Ja. Fisch ins Wasser? Was ist das? Zerstören mich diese scheiß Kinderspiele. Oh Mann. Ah! Endlich. Was ist los hier? Wie kannst du es wagen, mich zu wecken? Schießt du etwa mit Tennisbällen nach mir? Meine neue Albtraummusik gefunden. Das ist diese scheiß Tunnelmusik. Oh nee, wir kommen nie wieder hier raus. Hiernach brauche ich Urlaub. Ich gehe erstmal alle langen Strecken. Vielleicht machen wir es mal so logisch. Ohne abzubiegen. Alle langen Strecken. Ach du Scheiße, das ist ja richtig lang, der Tunnel jetzt hier wieder. Hier kommst du nur rein, wenn ich was zu essen kriege. Ja, hier, da. Nee, ich will ein Butterbrot. Okay, aber wir wissen schon mal, wenn wir zu ihm wollen, dann müssen wir alle geraden Strecken gehen. Hier ist ein Schuh. Ein Schuh! Butterbrot. Das kann sich da wirklich kein Mensch merken. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder bei der anderen Tür bin. Okay, einen Stift haben wir, weil wir wollen Butterbrot. Gehe ich jetzt hier wieder zurück? Die offenen Türen sind, da geht man wieder zurück, ne? Bevor ich jetzt hier drücke. Ich glaube, das ist der beste Abend seit langem. Ja, schön. Oh Mann. Ich dachte, das habe ich in lockeren anderthalb Stunden durchgespielt, das Kackspiel hier. Ich glaube, das wäre zurück. Ne, da gehen wir nicht da rein. Umdrehen. Mm.
Da war der Stift. Jetzt ist schon wieder zurück. Schlüssel? Nicht schlecht. Es ist fucking Butterbrot. Was hat es mit dem Ei auf sich? Ich glaube, das ist einfach nur, dass man sich merken kann, theoretisch, wo man lang gegangen ist, aber keine Chance. So, draufklicken, passiert nichts. Oh Leute, wo ist denn das Butterbrot hin? Schon wieder ein Ei. Geht's wieder zurück? Jetzt sagt nicht, ich habe das Butterbrot im Gang davor irgendwo vergessen. Eine Karte malen? Die Musik war hier im Restaurant. Ich glaube, da wirst du von mindestens 3 Leuten erwürgt, Bergi. Da war es doch, jetzt hört auf. Der fuchst mich hier doch schon wieder, der Marzipan-Hans. Hier ist kein Butterbrot. Kerstin, Spielelösung.de. Wisst ihr was, mittlerweile ist mir scheißegal. Guckt gerne euch die Lösung an, wo das Butterbrot ist, und dann sagt's mir. Ihr habt die offizielle Erlaubnis, hier hardcore zu Game Seaton. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Zu Back Seaton. Hier gibt's noch. Jetzt rechts. Hinterm Baum rechts. Ja, ich will zurück. Hinterm Baum rechts. So, meinst du diesen Baum jetzt hier? Warum sieht Mara so genervt aus? Ja, das kann ich dir sagen. Wir sind seit einer Stunde in diesem Kacktunnel hier verstecken. Umdrehen. Der andere. Ah! Nee, war da gerade was? So, jetzt hier ist der andere Baum. Rechts am Ende. Okay. Dann geht es hier nur eine Richtung. So, jetzt links oder geradeaus? Schild links. Okay, so. Danke. So, jetzt bitte noch mal den Weg zu dem Viech.
Ha, ich hab ein Wort gefunden. Nur rein, wenn ich was zu essen kriege. Ja, hast du dein Butterbrot jetzt hier. Das war genau richtig. Jetzt ist die Tür immer für dich offen. Es ist jetzt, war jetzt eben jetzt nicht euer Ernst, dass es 9 von diesen Rätseltüren gibt, oder? Okay. So. Noch 2. Ich werd verrückt. Ich werd komplett verrückt. So, warte mal. Was ist das denn hier? Die Wache schläft und hört außerdem schlecht. Es wird nicht leicht daran vorbeizukommen. Eine Kurbel. Ihr habt ihr offizielle Erlaubnis, hier wegzusieten, wie die letzten Schweine. Ich will ihn nur noch raus. Kleine Haken nach oben. Was? Kleine Haken ganz nach oben. Was für ein kleiner Haken? Ah, so. Okay. Ich muss raus. Eimer an den Haken. Fisch, wo ist denn mein... Achso, oh Gott, ich dachte schon mal. Karlauer, danke dir. Fisch an den Haken. An welchen Haken denn? Hier? Was frisst denn dieses Mistviech? Das Ding in die Mitte. Also eure Tipps werden noch immer. Das Ding in die Mitte. Ah ja, so, okay, okay. So, Holzbrett zum Käfer. Was das hier ist, einfach Quatsch, ne? Keule. Ah ja, der frisst eine Keule, das ist klar. Wie kann ich denn hier durchscrollen? Achso. Das muss jetzt noch verbunden sein. Ja, die Nummer da. Fehlt mir nichts. Jetzt sagt nicht, dass mir noch was fehlt. Ich raste aus. Was für eine Stange. Der Metallstab? Unter... Ach, hier! Oh, ja, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Gib mir einen Schubs. Auf. Wusstest du nicht, dass Marienkäfer ausschließlich Hähnchenkeulen essen? Curly, danke dir. Ich bin nach Hause. Krulk. Was sind das jetzt hier? Dass die Musik auch so ist, macht mich, glaube ich, verrückter, als wenn das jetzt so eine Horrormusik wäre.
das wirklich als Kinder durchgezogen habt. Respekt. Respekt, sage ich zu euch. Das habe ich doch. So, jetzt habe ich aber hier alles. Sagt mir es doch. So, das ist die nächste scheiß Tür. So, bitte, ich brauche nochmal eine kunstlose Brotdose. Wenn ich von der Tür gestartet bin, dann die erste links oder hinten links? Gerade. Jetzt hier vorne. Rechts oder weiter geradeaus? Da ist der Chat erstaunlich still jetzt hier gerade in dieser Tunnelsituation. Das findest du schon selbst heraus. Na toll. Okay, hier schon wieder ein Baum. So, jetzt habe ich aber alle. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Pick mich an. Was war das jetzt? Wenn du dich traust. Wie soll ich dem was geben? Nee, kann man nichts geben, glaube ich. Klick mich an. Nee, ich möchte jetzt hier nichts mehr anklicken. Links. 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 Jetzt schon wieder zurück. Okay. Woher wusste denn Dose eben, wo es genau wo es lang geht? Das möchte ich gerne nochmal haben. Hier kommst du nur rein, wenn du meinen Namen rätst. Ich sage es, Krulk. Das war genau richtig. Jetzt ist die Tür immer für dich offen. Jetzt sag nicht, ich muss hier irgendeine Art von Lied spielen. Ich bin verrückt. Das ist ja nur richtig, das ist ja... Hat ja eine Länge von Dark Souls, dieses Spiel. Bei dem Rätsel war ich als Kind draußen. Jetzt hört auf! Da bin ich gescheitert. Häng die Glocken an den Haken. Dann gibt es eine besondere Melodie. Das ist jetzt die Tunnelmusik, oder was? Ist es die Tunnelmusik? Spieluhr. Oh, warte mal, warte mal. Gute Idee. Das ist doch das Tiefste. Nee, noch eins höher. Nee. Nee.
Dü, 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 dü. Oh Gott. Nee, das ist falsch. Oder eins höher. Dü, dü. Dü, dü. Dü, dü. Ach, ich werd verrückt. Das stimmt doch nicht. Doch. Das jetzt da, so. Ja, das ist hübsch. Komm mal, könnt ihr mir das erzählen? Ich habe doch ein perfektes Gehör. Sagt jetzt mal bitte, wie viele Rätsel da noch kommen. Das ist jetzt das letzte? Nee, nicht drei. Zwei bis fünf? Ach, ihr erzählt doch schon wieder Quatsch. Eins noch? Okay, jetzt mal links. Hier kommst du nur rein, wenn ich einen Pfefferkuchen kriege. Hab ich. Danke, danke. Du bist lieb. Jetzt ist die Tür für dich offen. Okay. Was denn jetzt? Was? Ui, uhu. Ich verstehe gar nichts. Ui, ui, ui. Ja, mir fehlt noch was. Ich nehm's, ja. Klar, fehlt mir noch was. Sehr ärgerlich. Aha. Sammel es ein! Ah, der nimmt's nicht! Muss man sich das merken jetzt auch noch? Ich kann mir doch in dieser Situation jetzt nichts mehr merken. Okay, merkt ihr euch das? 4, 6, 8. So, 4, 6, 8. Ui, ui, ui. Ui, uhu. Ui, ui, ui. Was? Ja, das wäre ja sehr viel einfacher gewesen. Setze ich die Scheiße dann wieder zurück. Tschüss. Also, ja, richtig Spaß. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Vier. Das
6, 8. Ui, ui, ui. Geht das? Wieso soll das überhaupt gehen? Wenn der letzte 8 hat. Ui, uhu. Ich raste gleich aus, wenn ich nochmal so einen scheiß Witz von denen höre. Geht es wieder auf 0? Ach so. Erstmal 8 mal den Hammer. Ja, das. Über 10 ist wieder 0. Ja, aber dann wäre es ja einfach, oder? Kann es so einfach sein? Oder muss ja Dino einfach nur einzeln verstellen, oder was? Kann es so einfach sein? Es passiert nichts. Es ist nicht der Code? Ja, was soll es denn sonst sein, die Zahlen? Jetzt durch die Tür? Ja, welche Tür? Mal dir eine Karte. Nee, das ist doch viel zu krass. Kann er jetzt nicht noch eine Karte malen? Steintür? Ich klicke. Ich klicke drauf auf die Steintür. Es passiert nichts. Nochmal hämmern. Muss der letzte Schlag auf die 8 sein? Probieren's. Mit Hammerschlag abschließen. Okay, wir probieren's mal. Ja, was denken jetzt die Leute, was ihr guckt, wenn man nur die Geräusche hört? Ja, ja, so machen wir es jetzt. Der Hammer schließt jetzt mal an. Wer kommt auf die 7? Wer kommt auf die 3? Ja, so jetzt eigentlich, oder? 4, 6, 8. Jetzt mache ich noch einmal den Hammer, oder? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das wäre doch perfekt gewesen. Sagt mir die Lösung, ist es jetzt scheißegal. Ich möchte nicht mehr rätseln, ich möchte nur noch hier raus. Ui, ui, ui. 5, 3, 2, warum das denn? Aber warum? Gibt mehrere Codes? Ist das dann wirklich so, dass man ausprobieren muss? Wurde ich darauf gedrillt, ich Patterson und finde es? Also meint ihr, haben wir erstmal auf die 2. Waren da mehrere Codes in dem Gang oder was? Und jetzt 5-3 oder was? Was ist mir scheißegal, warum der Code so ist, wie er ist. Ich will ihn nur noch raus. Moment nur! Franzose. So, jetzt lass mich hier raus. Es passiert nichts, wollt ihr mich verarschen? Lever! Ui, ui, ui.
Uiuhu. 4, 2, 1. Ja, die Zahl des Zettels haben wir schon gemacht, aber da passiert ja nichts. 4, 2, 1 und dann den Hammer. Okay. Das ist doch nichts für ein Kind. Was? Ich brauche keine Karte, ich brauche die Lösungszahl. Oder was das hier sein soll. Das darf doch nicht wahr sein. Kann bitte jemand die Lösung googeln? Weil Leber hat sie eben schon gegoogelt, die war dann falsch. Wisst ihr was, ich laufe hier noch ein bisschen durch den Gang, vielleicht fehlt mir irgendwas. Kann ich den posten? Ey, du kannst den gerne posten. Ich will hier nur noch raus. Ach, da geht's wieder zurück. Da habe ich die Schnauze voll vom Rätseln. Da will ich niemanden merken, der noch ganz bei Verstand ist. Also, falls ihr ein Kind habt, ihr wollt es mal richtig gut beschäftigen, dann habe ich hier ein Spiel für euch. Und wenn es denkt, ich habe schon was im Beet gepflanzt, dann sagt ihr, aber hast du auch schon eine Geheimtunnel gefunden? Und dann ist erstmal Stille. Dann seht ihr euch die nächsten 8 Wochen nicht mehr. Itze schreibt. Was schreibt er denn? Man muss mal wieder raus. Was? Ich möchte einmal versuchen. Ja, warte mal. Wo soll ich denn starten? Wir müssen, glaube ich, erstmal gemeinsam einen Startpunkt finden, damit das Sinn macht. Ich versuche mal irgendwas, was man sich gut merken kann. Ich suche irgendeinen guten Punkt. Gehe ich gerade im Kreis? Also ich bin jetzt bei der 468. Acht. 253 ist der Code. Ja, aber warum? Ich muss
muss den Zettel nehmen. Ich klicke drauf, es macht nichts. Müsste noch einer sein. Ja, aber was soll denn das denn hier mit der 468? Also ich habe mich jetzt rumgedreht von der 468. Hat jemand denn die Karte parat? Die 532 stimmt. Das Blaue muss die letzte Zahl nehmen, dass er an der Wurzel zieht. So, nochmal zurückzukommen. Da sind wir schon wieder bei der 468. Was ist das Mistvieh? So, jetzt bitte nochmal. In einem anderen Video ist es 892. Jetzt hört auf! Ja, 468 ist der Code, aber das haben wir doch schon probiert. Das ist random. Zum Schluss die Wurzel. Das ist der blaue mal zum Schluss. Ja, oi, oi, oi. Gut, ist random. Der Stream geht schon über 3 Stunden, bin ich hier im Labyrinth. Wie will man denn da alleine drauf kommen, dass man am Ende die Wurzel ziehen muss? Wie soll man denn das jemals wissen? Tschüss. Ja, am Ende die Wurzel ziehen, weil Mathe... So, jetzt bitte, jemand mit der Karte. Ich mache keinen Schritt mehr, ohne dass mir jemand das Karte-Ding macht. Dass mir jemand jetzt exakt sagt, oh, ich lang gehe. Okay. So, wer von euch hat die Karte da liegen? Start walking, Saurus, okay. Start walking, turn right. Straight, right, right, right. Right, straight, right. Hier gibt's kein Right. Oh, das war jetzt Zufall. Okay, so, nach der Kette. Collect it, turn around. Warte mal, turn around, habe ich gemacht. Start walking again, turn left. Left, left, aber es ist schon right jetzt. Turn left, 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 right. Till you get left, left, left. Macht das keinen Sinn. Also
Ich habe das Video offen, der Typ verläuft sich auch die ganze Zeit. Ich befürchte, wir müssen die gute alte Mara-Methode anwenden und einfach so oft klicken, bis wir die goldene Muckla finden. Was ist das denn hier? Wenn du den Gärtner befreien willst, musst du dieses Rad mitnehmen und diesen Zettel. Geh ganz leise, sonst weckst du den Wächter. Ich kann das Rad nicht nehmen. Bett? Ist das der Endboss? Alter, und dann kann man erst die Sachen im Garten pflanzen, wenn man den befreit hat und sich das hier reingezogen hat? Okay. Letztes Rätsel jetzt, oder was? So, jetzt wird's hier richtig. Jetzt wird's hier richtig wild. Hebel. Okay. Hebel haben wir schon mal. Das raus mit dir! Ich hab doch gesagt, dass du still sein sollst. Du musst vorsichtig gehen, damit das Rad nicht die Wand berührt. Versuch's nochmal. Was? Nee, so, hier geht's nicht. Du darfst die Wand nicht berühren. Die Wand nicht berühren? Was? Ich brauche noch was. Oh Gott. Ich brauche Öl. Der Speedrun holt Öl von der goldenen Muckla. Das ist scheiß Muckla. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Jetzt biege ich mal hier ab. Muckla. Ich dachte, wir hätten einen lustigen Abend. Dann kam schon das Ding mit den Fröschen, da kam das Kartoffelding. Und da wussten wir, das wird hart. Das ist kein Spaß. Immer links vom Boss aus. Hier ist der Gärtner nicht. Aber wenn du mir was Schönes schenkst, darfst du trotzdem hier suchen. Vielleicht gibt es hier was, das du gebrauchen kannst. Ja, was willst du denn? Ein Stift? Necklace? Such nochmal, wenn du willst. Hat sie die Kette jetzt genommen? Geh weiter. Sag bloß nicht, ich hab nicht den Schlüssel für die Scheiße. Jetzt sag bloß, mir fehlt ein einzelner Schlüssel, den ich nicht hab. Lag da noch ein Schlüssel? Was wo? Das darf doch nicht wahr sein. Dritter Abschnitt? Nee, oder?
Was? Nee, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? In was für ein Abschnitt? Da ist es scheiß wie von hinten. Ja, ich hab's fast, aber wo ist der scheiß Schlüssel? Ist der in meinem Abschnitt hier gerade noch oder? Hier war's im dritten. Ich bin auch nicht sicher, ob man hier speichern kann. Das heißt, wenn ich aus dem Spiel rausgehe, dann ist... Nee, jetzt mal ernsthaft. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht auf... Wir haben fünfmal irgendwelche verschiedenen Tunnel gehabt. Ich kann jetzt nicht auf gut Glück gucken, wo irgendwo ein Schlüssel ist. Schlüssel 1 ist ein Level 1, ja. Aber welcher ist denn von denen jetzt der erste Schlüssel gewesen? Ist es der mit diesen drei nach links und einen nach unten? Ist es der mit den drei nach links und einen nach unten, der einen Ticken anders aussieht? Karte gepostet. Warte mal. Das wird jetzt... Jetzt geht hier nur noch auf Cheese. Wo ist die scheiß Karte? Karte für Schlüssel. Das ist aber jetzt nur für Niveau 3? Aber es ist ja jetzt nur für das dritte. Ich muss doch dann wahrscheinlich nochmal von ganz vorne losgehen. Weiterblättern? Warte mal. Level 2, Level 1. Ach du Scheiße! So, ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich das nochmal jemals hier... So, hier. Das wird jetzt anhand von diesem blöden Stückding gemacht. Jetzt gehe ich hier nochmal raus. Bleib bei mir. Ich habe jetzt eine Karte. Dann erwarten die wirklich von den Kindern, dass die sich da so eine scheiß Karte malen. Bitte schön, tritt ein. Du darfst die... So. Start. Jetzt habe ich eine Karte, aber... Ameisenschild, Lollywurst. Schlüssel 1. Ich gucke nochmal, ob ich einen Schlüssel 1 habe. Das ist beim ersten Mal links abbiegen. Ja, und es geht ja schon nicht. Schon bin ich verirrt. Oder könnt ihr mal auf die Karte mitgucken? Bin ich dumm? Bin ich dumm, dass ich die Karte nicht verstehe oder was? Unten steht doch Level 1. Unten Start.
Bitte schön, tritt ein. Du darfst die Und dann müsste doch jetzt das... Wenn ich bei Start anfange, müsste doch jetzt nach links gehen, Richtung Schlüssel 1. Guckt euch das nochmal an. Wir gucken jetzt mal alle hier gemeinsam im Chat auf diese Karte, was ich hier gerade poste. So. Wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, dann soll ich hier links. Hier gibt's kein Links. Jetzt ist die Musik aus. Nimm mal die schwedische Karte. Da muss man auch links gehen und es gibt hier kein Links. Bitte schön. Hä? Was ist denn jetzt los? Du bist nicht auf Level 1? Ich will heraus. Bitte schön, tritt ein. In welchem Level bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt beim letzten Level oder was? Jetzt mal umdrehen. Jetzt ist die Musik aus. Nee. Nee, zeig mir dieses scheiß Video, wo das jemand gespielt hat. Wir gucken uns das jetzt an. Das mache ich auf gar keinen Fall. Jetzt jedes Mal geht die scheiß Musik aus, wenn ich hier raustappe. Auf gar keinen Fall. Wir gucken uns jetzt an, wie das jemand anders gespielt hat. Ich werde hier verrückt. Wir spielen gleich 3,5 Stunden in diesem beschissenen Tunnel. Ich fass es nicht. YouTube. Alter. Wie habt ihr das denn gefunden? Findus, Neues von Walkthrough. Ah, da bin ich ja schon. 4 Stunden? Okay. Ja, das war noch gut. Guck mal, der hat ja auch Musik. Warum hatte ich denn keine Musik? 4 Stunden schon mit Speedrun. Weißt du was? Ich werde das nächste Mal einfach so machen. Ich werde ein Video laufen lassen und dann tun wir so, als hätte ich das gerade gespielt. So, das sucht er noch. So, jetzt geht's hier. Kreuk? Ach so. Ja, die Hühnerkacke sammelt. Da haben wir noch alle gelacht. Da dachten wir, haha, was für ein lustiges Kinderspiel. Und dann kam das hier. Juhu! Okay, das Glockenrätsel. So, jetzt pass auf. Versuch's nochmal. So, jetzt denkt ihr euch mal, ich würde es gerade machen. Ach, nee, ach so. Dann noch, nachdem man sich da 5 Stunden durch das Labyrinth gekämpft hat, dann macht man hier noch den heißen Draht. Jetzt muss ich mal hier ganz vorsichtig sein. Ja, da gebe ich mir jetzt noch mal Mühe. Achtung! Oh. Immer wenn er so blinzelt, muss man auch noch stehen bleiben. Okay, es hängt. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist für Kinder ab 16. Es hängt, okay. Hebel ziehen. Nee, drehen. Die. Ach so, das hätten wir aber auch noch gewusst.
das mit 5 gespielt, aber da hast du doch nicht durchgespielt. Sag mir doch nichts. B. Wo ist das E? Durchgespielt mit 5. Holy shit. Sitzt bis heute dran, glaube ich auch. Bett. Juhu! Hör auf zu kreischen. Raus! Hat er nicht was gequietscht? Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass die Räder geölt werden müssen. Ich glaube, meine Schwester hat Öl. Sie ist hier ganz in der Nähe. Oh, ich fühle ihn so. Gerade das ganze scheiß Rätsel gemacht und das Öl fehlt. Ey, dieses Spiel ist der Wahnsinn. Das treibt einen. Und dann musst du am Ende das auch noch machen. Also spätestens da habe ich durchgedreht. Also, holy shit. Das ist richtig Psychoterror. Könnt ihr mir noch sehen, wie ich am Ende das noch gemacht hätte? Also erzählt mir nichts von Dark Souls, wirklich. Oh Gott! So. Oh, stopp, da hat er's. Danke, dass du mich endlich gefunden hast. Ein schönes Gefühl, wieder ganz zu sein. Jetzt helfe ich dir im Garten. Komm, wir gehen. Ich habe noch nie so was Schweres gesehen. Die Beete, auf denen wir die Pflanzen zum Wachsen bringen können. Vergiss nicht, sie zu gießen und Unkraut zu jäten, bevor du weggehst. Dann wächst alles besser, während du weg bist. Wenn du Hilfe brauchst, ist ja noch Pettersons Gartenbuch im Schuppen. Also, weil wirklich der Dark Souls Boss ist ein... der Blitz fertig werden. What? Das ist ja ein wunderbarer Tag. Geht ganz prima. Ist der wie so ein Cheatboy? Jetzt lege ich aber los. Das muss jetzt schnell wie der Blitz fertig werden. Was für ein wunderbarer Tag. Jetzt lege ich aber los. So, ja. Jetzt ist es fertig. Okay, also man macht hier 5 Stunden dieses Misträtsel, nur dass der ein bisschen schneller den Garten macht als Hallo. Ich selber. Jetzt wollen wir mal Wasser für die Beete besorgen. Okay, fang an. Alter, ich werd gequält. Das geht ganz prima. Los. Findest du viele Tipps an? Man gewinnen. Wie sie blicken das Holz. Harte. Was ist denn dann auch der. Wann hat man denn gewonnen? Was für. Ja. Brillig. Das Düngerfeld. Oh Gott. Hey, das haben wir auch schon gemacht. Oh Gott, geh mir weg, ey. Ich werde das Spiel nicht mehr anrühren. Geh mir weg. Dass ich mich hier jemals noch mal diese Frösche mache. So nicht. Alle Geräte müssen an Es geht nicht ums Gewinn, es geht um den Spaß. Ah.
Wisst ihr was? Ich glaube, wir hören jetzt noch einmal das lustige Lied an. Und dann war's das. Hä? Ach Gott, geh mal bitte raus jetzt schon wieder. Nee, die Frösche, ich mache jetzt wirklich nichts mehr. Ich bin fertig mit Nerven hier. Seit knapp 4 Stunden diese Scheiße. Ich werde jetzt nur noch, wer hat das getan, hören. Ach du meine Güte. Nun sieh dir bloß an, was sie mit meiner Kartoffelacke gemacht hat. Oi, oi. Wer hat hier das ganze Beet zerwühlt? Wer hat das getan? Wer hat dir das ganze Beet zerwühlt? Was hast du das getan? Ich glaube, es war eine Kuh. Die kam aus vielem Truh. Ich glaube, es war eine Kuh. Die hat im Beet gewühlt. Ja, sieh mal. Guck mal her. Was denn? Da hat jemand meine Knopfe geknabbert. Na, sowas. Dann kannst du keine Kuh gewesen sein. Wer hat das getan? Wer hat ihn das ganze Bett zerfüllt? Wer hat das getan? Ich glaube, es war ein Hund. Au, au, au. Mit einem riesen Schlund. Au, au, au. Ich glaube, es war ein Hund. Au, au, au. Der hat im Bett gewühlt. Nein, das war kein Hund. Aber er hat meine Knopf gefressen. Und meine Wurst. Ja, und meine Kartoffeln. Ich glaube, ich habe mittlerweile so einen Hass auf Pettersen Findus, vor allem auf Findus entwickelt. Wer hat das getan? Wer hat dir das ganze Beet zerfühlt? Wer hat das getan? Und jetzt alle! Eine Ziege war es auch. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Nein, nein, jetzt sehe ich, was es ist. Gustavsons dickes Schwein. Ah, da drüben steht es. Ich hab hier das ganze Bier zerfüllt. Das Schwein hat das getan. Ich hab hier das ganze Bier zerfüllt. Das Schwein. Dankeschön, CBB. Ich bin großer Lieb und Fein. Hallo, ich bin das Schwein. Das hat dem Bär gewühlt. Das hat dem Bär gewühlt. Schwein gehabt. Dankeschön, Shelty. Schicke mich zu Simon. Und dann dusche ich mich. Oh Mann, ich könnte gerade nicht sagen, ob Speedy Eggbert oder das hier schlimmer ist. Dankeschön, Bergi. Ach du Scheiße. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Boah. Wer hat das getan? Oh, joi. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Das war Neues von Pettersen und Findus. Mit Hälfte des Spiels im Tunnel. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt den Sonntagmorgen. Hört vielleicht nochmal, wer hat das getan? Ich werde gleich mal gucken, ob es das auch noch als einzelne Song-Auskopplung gibt. Nehme ich mir das gleich nochmal 2 Stunden am Stück an. Und ja, nächste Woche ist sehr, sehr viel los. Guckt gerne in den Streamplan rein. Auf rocketbeans.tv findet ihr den Streamplan für nächste Woche. Unter anderem Valheim-Challenge. Dann kommt dieses Spiel raus. Viel Spaß bei Simon!
Oh, das läuft schon ab hier. Ciao, ciao.